Was Mekka den Muslimen, Rom den Katholiken, Jerusalem den Juden und Amritsar den Sikhs bedeutet, das bedeutet Shabrimala den Hindus Südindiens. Jedes Jahr besuchen mehr als 30 Millionen Pilger Shabrimala, klettern einen 5 Kilometer langen Bergpfad hoch und erklimmen über 18 goldene Treppenstufen das Allerheiligste des Tempels, den Sitz von Lord Ayyappa, einer hinduistischen Gottheit, die einen der unzähligen Aspekte des einen Gottes repräsentiert. Jedoch, wenn solche Menschenmengen einen Ort besuchen und kein adäquates Entsorgungssystem vorhanden ist, bahnt sich Umweltverschmutzung an. Bereits vor 10 Jahren war das Ausmaß des Abfallproblems abzusehen. Und der Vorsitzende des Umweltschutzes sagte, nur Gott kann den Ausbruch einer Epidemie während der Pilgersaison verhindern. 6 Jahre später wiederholte ein regionaler Minister die Notwendigkeit eines Abfallmanagements. Er versicherte, dass die Finanzierung einer Aufräumaktion des Shabrimala und der umliegenden Unterkünfte nie ein Problem sein würde, da es genügend finanzielle Mittel gäbe. Shabrimala ist einer der reichsten Tempel Indiens. Und die Einnahmen der Saison 2011 und 2012 wurden auf ca. 32 Millionen Dollar geschätzt. Obwohl der für die Finanzen verantwortliche Travancore-Verein ca. 50.000 Dollar für die Reinigung des Flussbettes und der Umgebung bereitstellte, wurde diese Aufräumaktion nie durchgeführt. Wie der Volksmund in der Region sagt, du kannst keinen bezahlen, um solche Arbeit auszuführen. Im November 2011 war der heilige Ort unerträglich verschmutzt. Vor dem Plastikzeitalter war das Abfallproblem nicht so dramatisch, da die meisten Abfälle auf natürliche Art und Weise wieder abgebaut wurden. Aber diese Zeiten sind vorbei und Shabrimala befand sich in einem erschreckenden Zustand und verlangte nach einer aufwendigen und gründlichen Aufräumaktion. Jedoch, wenn Geld die Arbeit nicht kaufen kann, welche Alternative gibt es da? Wer würde so etwas überhaupt machen wollen? Wer möchte in einen mit Exkrementen überzogenen und mit verfaulten Kleidern gefüllten Fluss steigen? Die Pilger entledigen sich hier ihrer alten Kleidung und ziehen neue an, als Symbol der neu erworbenen Reinheit. Wer würde verrottete Lumpen herausfischen und entsorgen, damit der Fluss wieder rein und läuternd würde? Wer würde all die Felder abschreiten, in denen jahrelang Plastikwasserflaschen entsorgt wurden, jede einzelne aufheben und in Säcke füllen, damit sie wiederverwertet werden könnten? Wer würde all den Dreck von der Tempeltreppe abkratzen? Dazu noch das Moos Stück für Stück abschaben wollen. Wer würde Dreck aus verstopften Abflussrohren und Gräben kratzen, menschlichen und tierischen Abfall entlang der Gasthäuser entfernen und Abfälle von den nahezu senkrechten Abhängen wegtragen? Und wer würde den ganzen Abfall dann sortieren, damit möglichst viel wiederverwertet werden könnte? Nein, mal ganz ehrlich, niemand würde das machen wollen, auch nicht gegen Bezahlung. Aber man könnte natürlich Amma um Hilfe bitten. Als die Regierung von Kerala und der Travancore-Ausschuss bei Amma anfragten, ob sie ihre Kinder aufbieten könnte, war ihre Antwort ein klares Ja. Und als Amma ihre Kinder, Devotees, Ashramiten, Studenten, Professoren, Ärzte und Westler fragte, ob sie mitmachen würden, antworteten auch sie mit einem klaren Ja. That I might look anywhere when I'm traveling and there might be a mess
and I want to clear it up, but I know that it's going to take more energy than I've got because it's only me. But if a group of people, if I had some friends with me and we do it, it's done in no time. And the energy there is right from the heart. Im November 2011, während Amma in Europa ihre Kinder umarmte, versammelten sich 5000 ihrer Kinder in Indien am Fuße des Sabarimala und bereiteten sich auf einen Aufstieg der ganz besonderen Art vor. Vom Pampa-Fluss bis zum Gipfel schwärmten sie aus wie Heuschrecken. Jedoch kamen sie nicht als Fluch, sondern als Segen. It was like standing on a mountain of garbage. You didn't know whether how many meters down it would continue either. And okay, this is the area you are supposed to clean. And you look over there, and everybody stood kind of quiet and looking down on this tremendous amount of garbage. And then we just decided, okay, now we have to start. So you just bend down and you take a piece of plastic and you put it somewhere. And Nayana sugam varane swami hridayalayam varane Nayana sugam varane swami hridayalayam varane Karuna kuravidame swami paramapadam 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 varane Swami Paramapadam Dharane, Swami Paramapadam Dharane, Swami Paramapadam Dharane. Risa Belisa Swami Saranamayappa, Kartilina Sa Swami Saranamayappa. Risa Belisa Swami Saranamayappa, Kartilina Sa Swami Saranamayappa. Shashwata Murte Swami Saranamayappa, Shashwatamurte Swami Saranamayappa, Shashwatamurte Swami Saranamayappa, Mamalavasa Swami Saranamayappa, Mamalavasa Swami Saranamayappa, Mamalavasa Swami Saranamayappa. Als die Arbeit beendet war, sah das, was vorher so ausgesehen hatte, nun so aus. Und was vorher in diesem Zustand war, sah nun so aus. Was kaum noch für Wildschweine geeignet war, war nun ein für Pilger geeigneter Ort. Und was vorher ein mit Abfall übersäter Wald war, wurde wieder zum heiligen Hain. Die freiwilligen Helfer lösten Ammas Versprechen ein und sammelten und sortierten mehr als 50.000 Säcke Abfall, welcher wiederverwertet oder entsorgt werden konnte. Das Ergebnis waren tausende Quadratmeter gesäubertes Land, saubere Pfade und Wälder. All das in nur 3 Tagen und natürlich alles unentgeltlich. Im März 2012, genau 10 Tage vor dem Beginn der Pilgersaison, setzte das oberste Gericht in Kerala eine Frist. Der Pampa-Fluss muss sauber sein, bevor die Pilgersaison beginnt. Einmal mehr wurde Amma gefragt und wieder schickte sie ihre Kinder. Und wieder lösten Ammas Kinder das von ihr gegebene Versprechen ein.
അപ്പൊ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ആശ്രമത്തിന് അമ്മ പറഞ്ഞതായിട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി ആശ്രമത്തിലെ നിഷ്ഠാജി അമ്മ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സേവനത്തിന് പോകണം, ശബരിമലയിൽ സേവനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന പമ്പാനദി ഏറ്റവും മലിനമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം. അവിടെ എല്ലാം ഈ തുണികളും അതും ഇതുമെല്ലാം കണ്ടമാനം നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി സ്മെല്ലും എല്ലാം കൂടെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം അമ്മയുടെ മക്കൾ അതെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടുമൊക്കെ വാരി വാരി അതെല്ലാം സ്വന്തം നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം പോലെ തന്നെ മാലിന്യം എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് വാരി കരക്കോട്ട് സഞ്ചിക്കാത്തെല്ലാം നിറച്ച് 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 വെക്കുകയും അതെല്ലാം. Unerschrocken nahmen die freiwilligen Helfer die Kloake in Angriff, zu welcher der heilige Fluss geworden war. Sie säuberten die Ufer, die zum Fluss führenden Zugangstreppen und die umliegenden Wälder der unteren Shabarimala-Region. In nur 2 Tagen und Nächten bewältigten sie die Reinigung der gesamten Anlage. Es wurde geschrubbt, geputzt, gesammelt und entfernt. Bis alle eine frische, saubere Welt sahen und einen Fluss, der die Pilger wieder inspirieren konnte. വളരെ മോശമായി കിടന്ന ആറാണ്. പിന്നെ മുഴുവൻ അടുക്കിച്ച് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് പഴയതുപോലെ നല്ലൊരു പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു പുണ്യ നദിയല്ലേ, അപ്പോൾ അതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ശരിക്കും മനസ്സ് ഭയങ്കര ആനന്ദത്തിലാണ്. Man benötigte 5 Tage und Nächte und über 5000 Freiwillige, um Shabarimala zu verwandeln. Aber wird Shabarimala nächstes Jahr wieder so verschmutzt sein? Müssen Amas Kinder immer wieder kommen zum Gratis-Aufräumdienst? So the whole pilgrimage was covered and protected and held in Amas grace. Amma's grace covered all of us. But the government shouldn't misunderstand that Amma's grace is a substitute for their hard work and responsibility and management of keeping that holy place clean. Diese erste gründliche Aufräumaktion konnte nicht mit Geld erkauft werden. Aber jetzt ist es die Aufgabe, diesen Zustand zu erhalten. Mit einem Fingerhut voll der fortwährend steigenden Einnahmen des Tempels könnten Abfallbehälter aufgestellt und regelmäßig geleert werden. Ein paar Wochen nach der ersten Aufräumaktion im November 2011 hat der Forest Service die Bezahlung von bestimmten gesammelten Plastikwasserflaschen von 1 Rupie auf 2 Rupien erhöht. So verändern sich die Dinge in die richtige Richtung. Yeah, you come back next year. And there's a chance things might have changed, things might not have changed, I really don't know. But I think the real change is what happens inside me, you know. I changed, and hopefully the 5,000 others who went with me for the cleanup also had a similar change inside themselves. And hopefully this cleanup inside will spread and things will change for the good. Man stelle sich einen Pilger vor, der für 41 Tage alle Wesen und die Natur Swami nennt, um in allem das Göttliche zu erkennen. Man stelle sich vor, wie er mit einem Bündel Geschenke für die Gottheit auf dem Kopf den Berg erklimmt und später den Berg wieder verlässt. Ein neuer Brauch, aber wie der alte, ein Geschenk an das Göttliche und ein Geschenk an Mutter Natur
und all ihre Kinder. Und Sabarimala, es kann so rein gehalten werden wie das Herz eines Gottesverehrers. Swami Saranamayappa, Saranam Saranamayappa, Swami Saranamayappa, Saranam Saranamayappa.